Ich werde oft gefragt, wie man die Farben für das Acrylic Pouring am besten mischt. Hier gibt es jedoch viele Möglichkeiten, deswegen zeige ich euch momentan drei verschiedene. Das ist einmal das Mischen mit Floetrol, einmal mit unserem Fleury Pouring Medium und einmal mit Holzleim oder auch PVA-Leim. Am Ende kommt es gar nicht so darauf an, womit ihr die Farben mischt, sondern auf die Konsistenz selbst. Diese sollte ungefähr so am Ende sein. Ich vergleiche es immer gern mit warmem Honig. Also die Farben verbinden sich beim Auftreffen in dem Becher direkt wieder mit der anderen Farbe, ohne einen Berg zu bilden und ohne zu tropfen. Hierauf muss man natürlich achten, welche Konsistenz das ursprüngliche Medium hat. Floetrol zum Beispiel ist ungefähr schon die Konsistenz, wie wir das am Ende erreichen wollen. Unser Pouring-Medium ist sehr dünn und der PVA-Leim ist je nach Marke unterschiedlich. Ich zeige euch das kurz an den drei verschiedenen Bechern. Ich habe mir drei Farben rausgesucht, die mir jetzt so in die Augen gesprungen sind und zeige euch, wie ich die Konsistenz mixen würde. Ich verwende meistens ungefähr 2/3 bis 3/4 von dem Floetrol und 1/3 bis 1/4 von der Farbe, je nachdem. Das kommt auch wieder darauf an, wie dick die Farbe selbst ist. Ich vermische das Ganze. Man sollte nicht zu wenig Farbe nehmen, um am Ende nicht die Deckkraft und den Kontrast zu verlieren. Ich vermische alles gut und prüfe dann die Konsistenz der Farbe. Hier ist sie noch etwas zu dick. Dann nimmt man ein klein wenig Wasser und verdünnt die Farbe so lange, bis sie die richtige Konsistenz hat. Ist die Farbe einmal etwas zu dünn geworden, kann man diese einfach wieder dicker machen, indem man etwas mehr von der Farbe hinzugibt oder von dem Pouring-Medium. Je nachdem, was dicker ist als eure aktuelle Mischung. Auch wenn unser Pouring-Medium sehr dünn ist, nicht erschrecken, ihr braucht davon nicht sehr viel. Aufgrund der Bindemittel in dem Pouring-Medium würde es sich mit der Farbe verbinden und etwas nachdicken. Der Holzleim oder PVA-Leim hat ungefähr dieselben Eigenschaften wie das Floetrol. Zumindest was die Konsistenz angeht. Hier gibt es aber große Unterschiede von Leim zu Leim. Also wenn ihr euch für diese Variante entscheidet, testet einfach aus, welche Variante für euch am besten funktioniert. Auch hier ungefähr wieder 2/3 Leim, 1/3 Farbe. Alles gut vermischen, gegebenenfalls etwas Wasser hinzugeben, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Wenn ihr die Wahl zwischen den Pouring-Medium habt, würde ich entweder auf das Floetrol oder unser Pouring-Medium greifen, den Holzleim nur an Notfallstelle, weil dieser nicht unbedingt lichtbeständig ist. Das Pouring-Medium und das Floetrol sind da besser geeignet, ist auch einfach in der Verarbeitung und hat auch die besten Fließeigenschaften. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nur noch einige Tropfen Silikonöl mit in eure Farben geben, wenn ihr dann Zelleffekte haben möchtet. Hiervon jeweils wirklich nur wenige Tropfen pro Farbe verwenden. Alles gut verrühren und dann natürlich einen Brenner für die nächsten Schritte bereithalten. Diese könnt ihr auf unserer Homepage bekommen. Habt ihr noch Fragen zu dem Farbenmischen selbst? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Wie immer, wir freuen uns von euch zu hören. Ansonsten viel Spaß beim Kreieren, beim Farbeschütten und bis bald!